Leute, es gibt eine neue Welt im Kaugummi-Simulator in Roblox. Und da sind wir drinne, denn heute werden wir wieder den Kaugummi-Simulator spielen. Ist meine neue Welt, neues Ich. Macht das Sinn? Ich glaube ja, definitiv. Nun, es ist lange her, dass wir das gespielt haben. Beim letzten Mal gab es auch eine andere Welt. Und es ist immer so ein bisschen tricky, hier reinzukommen. Aber ich bin gut im Videospielen. Und deswegen sollte ich normalerweise keine Probleme haben, okay, in so einem Spiel weiterzukommen. Easy peasy life, easy peasy game. By the way, ich habe noch einen Bonbon in meinem Mund, weil ich bin zwar gesund schon lange, aber ich hatte noch so eine Rachenentzündung. Und die hielt keine Ahnung, wie lange an. Und endlich habe ich Tabletten bekommen. Und jetzt bin ich wieder komplett gesund und ich fühle mich stark, okay? Meine Muskeln sind um das Doppelte gewachsen. Ziemlich episch. Aber na gut, lass uns weiter beim Kaugummi-Simulator machen. Dem Simulator, wo wir ein riesiges Kaugummi-Mund haben und durch das können wir fliegen. Und wenn du es noch nie gespielt hast, klingt es vielleicht komisch, aber das macht Sinn, okay? Vertrau mir einfach. Und naja, falls wir 1000 Likes in einer Stunde schaffen, was wir beim letzten Mal geschafft haben, dann lade ich so schnell wie möglich das nächste Roblox-Video hoch. Und abonniere unten kostenlos, damit du keine Videos mehr in der Zukunft verpassen wirst, denn das willst du nicht. Und falls du das getan hast, aktiviere die Glocke, dann wirst du nämlich immer benachrichtigt, sobald ein neues Video hochkommt und bist immer einer der Ersten. Oh yeah, wir sind zurück, Leute. Endlich wieder beim Kaugummi-Simulator. Ziemlich episch. Wir haben 49 Millionen Geld, 4 Millionen Kaugummis, 4 Juwelen. Sehr schön. Aber anscheinend gibt es hier eine neue Welt. Toyland, Beachland, Atlantis. Oh mein Gott, sag mir bitte nicht, wir brauchen 2 Billiarden Geld. Und, lass mal sehen, 20 Millionen. Warte mal, wir haben 20 Millionen. Wir haben 20 Millionen. Wir kommen zu Atlantis. Wir haben 20 Millionen. What? Wie habe ich bitte 20 Millionen? Das würde mich interessieren. Nehmen wir ehrlich, wie habe ich dieses Geld bekommen? Wir sind unter Wasser. Man kann mein Kaugummi nicht sehen, weil ich es ausgestellt habe. Also, sonst ist es ja fett und riesig, wie ihr sehen könnt. Aber hier gibt's... Was genau ist das? Perlen! Das macht sehr viel Sinn. Und wie schön das aussieht. Wow! Was ist das hier? Eine Truhe, aber die können wir nicht öffnen. Das ist sehr schön gemacht, Leute. Also ich kann mir vorstellen, so ein Roblox-Spiel zu erstellen macht bestimmt eine Menge Spaß. Vor allem, wenn man so geile Designs hier reinmachen kann. Wir sammeln für ein paar Perlen, was sehr schön ist. Aber hier muss man dazu sagen, hier zählen Coins 0. Aber wir haben wieder eine weitere Welt, zu der wir, ja, die wir erkunden können. Allerdings würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz zurück, denn in der letzten Welt gab es auch noch eine Stelle. Ich glaube, mittlerweile, da haben die eine weitere Insel hinzugefügt. Das würde ich aber gerne sehen. Warte mal. Candyland? Wie soll ich Candyland holen? Toyland? Warte mal. Wieso sollte ich Candyland gerade holen? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Also, Beach World. Hier. Warte, können wir einfach so rein? Okay, sehr interessant. Die muss ich so nicht nochmal kaufen. Genau, hier. Schaut das mal an, Leute. Hier gibt es noch eine Insel. Da würde ich gerne mal aus Spaß hin. Denn mich interessiert einfach mal, was sich dort befindet, okay? Weil ich meine, wieso sollten wir auch nicht? Boah, dauert es ernsthaft so lange, um da hinzukommen? Ja, ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen dauern, auf jeden Fall. So, lass mal sehen. Ich will natürlich in eine andere Welt, aber es lohnt sich halt nie, für eine weitere Insel ein Video zu machen. Deswegen warte ich immer bei dem Simulator, bis wir ihn nochmal spielen. Weil ich habe das Gefühl, wenn die es updaten, updaten die es richtig. Und wenn die so ein kleines Mini-Update rausbringen, wie eine Insel mehr. Zum Beispiel bei der nächsten Welt fehlt auch die letzte Insel. Normalerweise gibt es immer 5 Inseln. Also deswegen, ja, das ist halt ein bisschen ärgerlich, dass die nicht gleich die Welt komplett rausbringen, sondern erst mal 4 Inseln und dann die letzte Insel nach ein paar Tagen rausbringen. Ich weiß nicht, was für eine Strategie das ist, aber bitte, hört auf mit eurer Strategie. Au, das hat weh. Seht ihr, was passiert, wenn ihr diese blöde Strategie involviert? Das passiert. Ich schlag mir meinen Kopf ein. Wir müssen aber erstmal ganz oben kommen. Was eine Zeit lang dauern kann, auf jeden Fall. Wir müssen auch vorsichtig sein, damit wir nicht die ganze Zeit den Kopf irgendwo anstoßen. Wir wollen ja überleben, richtig? 100%. Übrigens, ganz nach oben zu kommen, wird nicht allzu viel bringen für die neue Welt. Aber ich will es trotzdem tun. Einfach nur, um zu sehen, was es dort gibt. Um alle Inseln mal gesehen zu haben. Wieso habe ich das Gefühl, dass die ganzen Wolken so weit von mir entfernt sind, dass ich es kaum schaffe? Gott, hier braucht man hier echt viel Jump Power. Ist ja echt unnormal, Leute. Schaut euch das mal an. Wie unnormal. Man kann auf jeden Fall sehr weit nach oben kommen, was sehr schön ist. Also 6 Millionen Kaugummis reichen auf jeden Fall, um, ja, zur letzten Insel zu kommen. Hoffentlich reicht es auch für die nächste Welt. Aber ich denke, ja, mit Sicherheit, Leute. Da haben wir auch schon die letzte Insel. Ich bin gespannt, was es dort gibt. Spring, lass mal sehen. Und wir haben die Seashell Island gefunden. Cool. Da gibt es, eine Menge wahrscheinlich, oder? Ich meine, hier. Oh, ja. Ja, das ist sehr geil. Sea Chest? Okay, das ist nicht schlecht, Leute. Ich sammle hier einfach mal alles ein. Das ist nämlich ziemlich geil. Gott, der Sound ist echt laut bei mir. Nicht schlecht, Leute. Wohin führt das Portal? Ganz da unten? Ganz da unten, naja. Okay, sehr interessant. Konnten wir Eier holen? Das ist meine Frage, die ich habe. Mehr davon. Stimmt, die kann man immer wieder einsammeln, ne? Hallo, sammelt die ein. Yeah, nice. Sehr schön, Leute. Wir haben fast 100 Millionen Seashells, was ziemlich geil ist. Hier kann man tauschen. Das hier gegen das hier. Okay, ich verstehe, aber nein, danke. Ich brauche keine Seashells mehr. Da steht fest, jetzt gibt es hier die neue Welt. Und die wird wahrscheinlich deutlich besser sein. Was mich aber interessiert, sind die besten Eier gleich hier? Ich glaube, ja, ne? Okay, wir könnten natürlich ein paar davon holen, aber die sind so selten, dass es sich nicht mal wirklich lohnt. Und das sollten wir auch so ausmachen, dass die Leute mir nicht mit mir handeln können. Okay, ich will nicht handeln. Ich bin nicht hier zum Handeln. Ich bin hier, um cool zu sein. Okay, wir waren jetzt ganz oben. Warte mal. Da gab es einen Laden, habe ich gerade gesehen. Lass mich kurz mal zurückkehren. Da hinten gab es ja einen Laden, ne? Genau, pass auf, Leute. Hier kann man nämlich die ganzen Kaugummis verkaufen. Das könnte sehr gut sein. Obwohl, man muss dazu sagen, in der nächsten Welt sind die Coins ja nicht mehr wichtig. Also, wir kriegen hier Coins. Vielleicht können wir bei einer anderen Welt für die... Ich wollte
wollte einfach nur zurückkehren. Ich wollte nur einen kleinen Sprung machen übrigens. Vielleicht können wir die Coins, und nee, beziehungsweise die Kaugummis eintauschen gegen Perlen. Oh nein. Es ist immer geil, wenn jede neue Welt rauskommt. Einfach cool. Tja, dann lass mal sehen. Gehen wir zu Atlantis. Stimmt, hier sind ja wirklich Coins nicht viel wert. Aber ich kann mir vorstellen, dass was anderes wert sein wird. Erstmal holen wir zweimal so viel Perlen. Das lohnt sich immer. Ich meine, doppelt so schnell. Definitiv, okay? Außerdem haben wir genug Robux. Wie viele Robux habe ich noch übrig? Keine Ahnung. Bestimmt noch eine Menge. Dann haben wir hier sogar ein Schiff. Boah, wie cool das aussieht, Leute. Ich liebe es einfach, wenn die Entwickler sich Mühe geben, dass man einfach, ja, das einfach so sieht und das genießt, okay? Wie sie die Welt erstellt haben und so weiter und so fort. Aber ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Deswegen würde ich sagen, wir fangen langsam an und gehen nach oben. Aber erstmal würde ich mir die ganzen Eier gerne angucken, ne? Dafür brauchen wir ja Perlen. 150.000. Okay, also, boah, das könnte ich mir sogar holen. Ziemlich witzig, Leute. Aber für 150.000, das ist die teuerste, so wie das aussieht. Okay, sehr interessant, Leute. Ich würde sagen, wir springen mal nach oben und gehen zur ersten Insel, die nicht weit von uns entfernt ist. Und auch hier auf den Wolken finden wir überall diese ganzen geilen Perlen, die wir natürlich einsammeln sollten, weil wieso denn auch nicht? Wir haben hier schon 100 Perlen. Wow, das ging echt schnell als erwartet, aber Water Island. 100 Perlen sind nicht wirklich viel, denn 150.000 für ein, das teuerste Ei ist schon krass, Leute. Dann lass mal kurz sehen, okay? Bevor ich es einsammle. Ich will so wenig ein, obwohl das kann ich ja eigentlich schon einsammeln, aber ich habe leider keine Tierchen, okay, von hier. Mich interessiert, ob ich irgendwie die, ja, meine Kaugummis gegen die Perlen eintauschen kann. Das würde mich sehr interessieren, Leute, weil das wäre richtig geil. Denn wenn wir die Kaugummis gegen die Perlen eintauschen können, was aber, tja, macht das Sinn? Okay, wisst ihr was? Es könnte ja auch eine Stelle geben, wo wir die Kaugummis gegen Juwelen eintauschen, oder? Was denkt ihr, Leute? Hier gibt es auch nichts. Rewards. Okay. Ah, sehr schön. Also, okay, nee, das können wir noch nicht bekommen, leider. Gehen wir erstmal weiter nach oben, Leute. Schauen uns mal hier genau um, was es hier genau so geben wird, weil ich glaube, die Tierchen hier in dieser Welt werden richtig krass sein, Leute. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich meine, das ist die letzte Welt. Momentan die letzte Welt. Ich bin mir sicher, sie werden noch einige Welten reinbringen, weil diesen Simulator gibt es schon halt schon eine sehr lange Zeit und lassen wir dir ein paar Wochen Zeit und dann gibt es wieder eine neue Welt, was sehr gut ist und sehr schlau ist, vor allem von den Entwicklern, immer wieder neu abzudaten, weil ein Spiel, wenn man sich updatet, wird halt nun mal irgendwann nicht mehr populär. Man muss ein Spiel updaten, okay? Manche Entwickler hier in Roblox ruhen sich auf ihrem Erfolg so ein bisschen aus. Bedeutet quasi, sie erstellen eine, ja, eine Welt oder beziehungsweise ein Roblox-Spiel und dann machen die es nicht mehr weiter, okay? Sie entspannen sich einfach, weil sie denken, oh, mein Spiel ist ja so populär. Aber ja, ich meine, werdet ihr nicht auch sauer auf mich, wenn ich einfach keine Videos mehr hochladen würde? Ich glaube, ihr werdet auch sauer auf mich. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Deswegen, genauso ist es bei den Roblox-Entwicklern. Im Endeffekt ist man hier aber nicht sauer, weil es genug Content in Roblox gibt. Man vergisst das Level einfach. Man spielt es aber nicht mehr. Zum Beispiel, es gab diesen einen Magneten-Simulator. Ich habe den schon wieder vergessen. Ich habe jetzt kurz lange gedacht, aber ich werde den in Zukunft auch vergessen, weil sie es nicht mehr geupdatet haben. Und ist halt nun mal so, Leute. Der Magneten-Simulator war einer der coolsten Simulatoren, aber sie waren eine Schande. Es tut mir leid. Eine Schande. Eine Schande. Schande. Wir sind bei der nächsten Insel. Tja, was gibt's hier? Das ist schon die dritte Insel. Lass mal kurz sehen, Leute. Hier kann man. Ernsthaft, wo habe ich mich zurück teleportiert? Ist das ein Scherz? Hier kann man nämlich. Was kann man hier eintauschen, Leute? Das würde mich interessieren. Ah! Okay, also wir müssen eine Stelle finden, wo wir die Coins bekommen. Die meiste Anzahl an Coins für die Kaugummis. Da kommen wir hierher und tauschen die Coins, die noch in anderen Welten relevant sind, gegen Juwelen aus. Und da können wir hier zurückkehren und bekommen Juwelen für Perlen. Interessant, Leute. Lass uns mal noch zur letzten Insel gehen. Die letzte Insel bis jetzt. Es kommt noch eine andere Insel raus, wahrscheinlich. Aber ja, momentan ist es die letzte Insel. Da können wir mal schauen, was es dort geben wird. Vielleicht kann man da. Keine Ahnung, ich bin gespannt, was man da machen kann. Ich bin sehr gespannt, Leute. Boah, die ist so weit entfernt. Die Insel ist echt unnormal weit weg. Ist es ein Scherz? Das ist kein Scherz, Leute. Das ist die Tatsache. Oh nein. Okay, ist in Ordnung. Keine Panik. Wir kommen da irgendwie hoch, schätze ich mal. Nur. Wow, krass, ey, wie weit die von einem entfernt ist. Ich will aber zu der Insel kommen. Schneller. Ich bin nicht geduldig. Nicht Spaß. Okay, ich bin geduldig genug, vor allem mit der schönen Hintergrundmusik. Es ist echt chillig, Leute. Sehr entspannt auf jeden Fall, diese Musik. Kann man sich auch anhören, wenn man nicht Roblox spielt. Man kann sich das immer anhören, okay? Bist du in der Bahn? Hörst du einfach diese Musik an. Kannst dich entspannen. Easy peasy game. Easy peasy life, okay? Ihr wisst gar nicht, wie oft ich in der Bahn eingeschlafen bin. Damals, als ich noch Bahn gefahren bin. Jetzt war ich ja ehrlich. Auto, aber als ich öfter Bahn gefahren bin, was sehr oft in meinem Leben war, ich bin millionenmal schon Bahn gefahren gefühlt, aber in der Zeit bin ich so oft schon eingeschlafen, obwohl so oft war es nicht, aber ich glaube, da war ich 16 und da bin ich, oh mein Gott, manchmal bin ich zum Endpunkt gefahren, weil ich aber eingeschlafen bin. Tja, das kommt davon, wenn man süchtig nach Videospielen ist, Leute, und dann, ja, zu müde ist. Und hier bekommen wir das hier. Okay, sehr interessant, Leute. Okay, wir haben es geschafft bis zur letzten Insel. Die Truhe will ich mir aber noch nicht holen, das hat auch einen Grund, denn erstmal werden wir für so viel Geld wie möglich das
das Ganze eintauschen, okay? Wir haben 11 Millionen hier. Wo konnte ich das eintauschen? Ich werde eh einen Fehler machen. Das ist oft der Fall, weil es ist halt nicht einfach, sich alles zu merken. Gehen wir kurz hier hin. Sind hier Münzen relevant? Das ist meine Frage, die ich mir stelle. Hier sind Münzen nicht relevant. Obwohl, warte mal. Das spielt aber keine Rolle, ne? Ich glaube theoretisch, obwohl sie dann nicht relevant sind, können wir sie trotzdem für viel Geld eintauschen, oder? Die Kaugummis. Ja, da hinten sehe ich es gerade. Ja, das muss die Stelle sein. Es tut mir leid, wenn man es irgendwo für 6 Münzen verkaufen kann, aber... Bam! Boah, es ist so richtig viel, Leute. Nicht schlecht. Sehr schön. Jetzt haben wir sehr viele Münzen. Jetzt müssen wir gut überlegen, denn wir gehen zurück und werden Münzen gegen die Juwelen eintauschen, die aber irgendwo relevant sind. Lass mal sehen, wo sind die Juwelen relevant? Das mache ich aus einem bestimmten Grund. Sind hier sind Juwelen nicht relevant. Also gehe ich mal davon aus, dass man hier ja Juwelen nicht eintauschen kann gegen die Münzen. Okay, wir brauchen eine Stelle. Wie viele Münzen haben wir denn jetzt genau? Wir haben 109. Ich könnte mir mehr Kaugummis holen, Leute. Ja, das steht fest. Warte mal, ich will kurz hier nachschauen. Gibt es hier im Store etwas Neues? Das hier kommt bald. Auf jeden Fall kommt es bald, ne? Bestimmt kommt es bald. Auf jeden Fall. Definitiv. Das steht schon seit Jahren dort. Okay. Hier haben wir eh ohnehin nicht Platz. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zu Candyland. Und ich glaube da... Wieso muss ich das kaufen? Ich meine, ja, das kann ich kaufen. Aber wieso überhaupt? Wieso nochmal? Das macht ja keinen Sinn. Genau hier. Aber hier sind sie auch nicht wert, ne? Sehr merkwürdig. Wo kann ich nochmal Juwelen? War das im Candyland, Leute? Verdammt! Es ist so ärgerlich, sich alles zu merken. Beziehungsweise so schwer manchmal, sich alles zu merken. Weil es so viele Welten mittlerweile gibt. Na gut, ich bin mir ziemlich sicher, hier konnte man nicht die Münzen gegen Juwelen eintauschen. Das steht fest. Aber in der letzten Welt, da muss es geklappt haben. Denke ich persönlich im Candyland. Da müsste es sogar wirklich geklappt haben. Ja, Candyland. Genau, hier gibt es sogar einen Shop, ne? Ah, okay. Ja, ja, das könnte sein. Vor allem diesen Laden. Ist das der Laden oder gibt es noch einen anderen? Vielleicht gibt es noch oben einen Laden. Mal sehen, 12 Billionen. What? Haben wir so viel? 12 Billionen? Das ist eine Menge, oder? Wie viel Platz gibt es denn? Ah, das ist das hier, ne? Okay. Haben wir das schon? 12 Billionen klingt so viel. Wir haben aber keine 12 Billionen, oder? Es ist schwer zu sagen, weil ich habe das Gefühl, es gab hier noch einen anderen Job. Nur das, bei den ganzen Welten, wenn man nach Wochen zurückkommt, sich einfach daran zu erinnern überhaupt, ist fast unmöglich. Hier. Ah, nee. Okay. Ich weiß, wo es war. Ich erinnere mich. Aber krass, dass es hier auch einen Shop gibt. Das ist unnormal, Leute. Okay. Sehr interessant. Hier gibt es auch einen Shop. Was bedeutet, dass man... Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Was quasi bedeutet, dass wir hier anscheinend für Billionen bessere Kaugummis holen können. Wie krass ist das denn bitte? Wir haben hier nicht mal Billionen. Wir haben 157 Millionen. Das ist aber keine Billion. Billionen sind was ganz anderes. Okay, es gab noch bei der Rakete einen Shop. Genau. Hier gab es ja auch einen Shop. Okay. Ah, Geschmacksrichtung. 130 Millionen. Wir haben 130 Millionen. Bam. Sehr schön. Trotzdem bin ich ganz ehrlich, jetzt wo wir hier das Beste geholt haben, ist es trotzdem, naja, Billionen sind halt echt eine Menge. Okay, Billionen sind halt echt sehr viel. Aber wir sind in der richtigen Welt. Vielleicht sogar, wir sind jetzt in der normalen Welt, ne? Genau. In der normalen Welt konnte man nämlich Münzen gegen Juwelen eintauschen. Ich wünsche manchmal, es gäbe so eine Übersicht, wo dir das Spiel sagt, hey, wenn du dahin gehst, dann kannst du das und das bekommen. Oder ihr wisst schon, was ich meine. So halt, da und da gibt es das und das. In dieser Welt gibt es das und das. Und in dieser Welt gibt es das und das. Weil ihr seht, es gibt viel zu viele Inseln. Viel zu kompliziert. Wieso macht man es bitte kompliziert? Und wozu XP da sind? Frag mich bitte nicht. Da haben wir es, Münzen gegen das hier. Ich glaube, es gibt keine Stelle, die einem mehr gibt, oder? Ich mache es immer mal. Ja, du gibst dir 5 Millionen. Das ist ein Deal, Buddy. Das weiß ich ja zu schätzen. Danke dir. Boah, wow, das gab auch eine Menge. Damn, krass, ey. Groß. Jetzt, wo wir ein paar Juwelen haben, können wir gerne zurückgehen zu der anderen Insel nochmal. Das ist immer so kompliziert, wirklich einfach nur zurückzugehen und alle Stellen zu finden, aber man kann sich das merken, okay? Es geht. Jetzt gehen wir nämlich hier hin und werden die Perlen, falls es diese Insel war... Oh, rate mal, ob es die Insel war. Nein, was nicht. Genau, hier eintauschen. 10 davon gegen... Okay, das ist sehr schön. Okay, dann lass mal sehen. Ja, und komm schon. Ja, ich bin sicher. Vor allem ist es witzig, wie wir auf Deutsch antworten. Deal. Sehr schön, wir haben 3 Millionen. Das ist ordentlich tatsächlich. Damit können wir arbeiten. Sehr schön. Wir gehen jetzt mal zurück, würde ich sagen. Und erstellen ein Team mit nur Wesen aus dieser Gegend hier. Dann lass mal sehen, was wir hier haben. 150.000, ne? Sehr schön. Wir werden jetzt erstmal alle Tiere weglegen, okay? Hier bei Teams, seht ihr das ja, ne? Wir können sie ausrüsten, wir können aber auch, okay. Erstmal würde ich sagen, wir legen alle weg. Alle Haustiere. So, ablegen, alle ablegen, alle. Wir erstellen ein neues Team jetzt. Mit Tierchen aus dieser Welt. Wir können jetzt schon das beste Ei holen, was richtig geil ist. Deswegen war es das auf jeden Fall wert, was
was wir da getan haben. Jetzt haben wir keine Tiere, oder? Ne, ich glaube nicht, dass wir Tiere haben gerade. Dann würde ich sagen, wir werden einfach mal ganz viele öffnen. Lass mal sehen, was wir bekommen werden. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Und das erste bekommen wir. Besonders. Okay, nicht schlecht. Wir machen einfach weiter. Ganz easy, vor allem, wie die Eier hier aussehen. Häufig, besonders häufig. Okay, nicht schlecht. Ich meine, manchmal kann man ganz, ganz viel Glück haben, Leute. Und was richtig krasses bekommen. Besonders ist schon etwas. Damit gebe ich mich ein bisschen zufrieden. Aber auch nicht allzu sehr. Aber dadurch können wir die ganzen Tunum einsammeln. Und die werden uns viel mehr Geld geben. Weil die. Oh, episch! Weil durch die Tierchen hier können wir mehr. Ja, Perlen bekommen, was sehr schön ist. Ich werde es einfach mal durchgehen lassen, Leute. Wieso dann auch nicht? Lass mal sehen. Besonders, besonders selten. Ey, das ist nicht schlecht, Leute. Selten ist gut. Okay, was bekommen wir jetzt? Komm schon. Und besonders häufig. Ist okay, Leute. Ich werde mich nicht beschweren, ehrlich gesagt. Besonders. Sehr schön. Jetzt haben wir die Eier geholt. Und jetzt können wir erstmal ein Team erstellen mit den Eiern. Gehen wir auf Tiere. Jetzt lass mal sehen. Welt. Genau, wir sortieren sie nach der Welt. Aber jetzt müssen wir sie erstmal finden. Wo sind die ganzen neuen Tierchen? Ah, hier, Perlen. Da haben wir es, Leute. Gibt es hier auch noch neue? Die. Nee, anscheinend nicht, Leute. Okay, keine goldenen. Okay, dann lass mal sehen. Den können wir ausrüsten. Ich meine, wir können jeden ausrüsten. 120 gibt der. Dann haben wir Dark Shark. Also Haie und sowas. Ziemlich krass, Leute. Shiny können wir es machen. Krass. Okay, das ist unnormal. Lass mal kurz sehen. Hier. Oh, sehr schön. Habe ich ihn jetzt in meinem Team? Ich glaube ja, ne? Oder? Wo ist der? Ach, hier. Ausrüsten. Wir können ihn sogar verzaubern, wenn wir wollen. Was immer das bringt. Boah, damit können wir verbessern. Für Juwelen. Nein, ich will nicht kaufen. Wie viel habe ich eigentlich noch, Robux? Nur 25.000. Viel zu wenig. Ausrüsten. Sehr schön, Leute. Jetzt haben wir. Also, wir 5 können wir noch ausrüsten. Und 5 haben wir auf jeden Fall noch. Das steht fest. Die rüsten wir aus, jeden einzelnen. Ja, das soll, die werden schon gut sein, oder? Gibt es noch irgendeinen besseren? Ich glaube nicht, Leute. So, ausrüsten. Einfach das Team voll bekommen. Sehr schön. Jetzt kann man sogar in die Welten gehen. Und da die ganzen Dingsabums einsammeln. Diese Teile hier. Denn, ja, die liegen einfach rum. Und jetzt gibt es auch viel mehr dafür, wie ihr sehen könnt. Schaut euch mal an, Leute. Aber nur, weil wir ein Team davon haben. Deswegen habe ich die nicht eingesammelt, weil ich wusste, wenn wir die Tierchen holen aus den Eiern, dann wird es einfach deutlich besser sein und wir bekommen viel mehr aus den ganzen Inseln, okay? Aus den ganzen Kisten und alles. Sehr schön, Leute. Rewards gibt es jetzt hier auch, da können wir draufklicken. Da gibt es dann besondere Tierchen, was ebenfalls ganz geil ist. Ob die besser sind als meine momentan, können wir kurz sehen. Merkwürdig, ich sehe sie gerade hier gar nicht. Ich habe auch super viele Tierchen. Zum Glück gibt es hier unendlich Platz gefühlt. Oder gibt es hier unendlich Platz? Ich glaube sogar ja, ne? Sehr merkwürdig, ich habe diese Rewards hier eingesammelt, aber die wurden mir jetzt nicht gezeigt. Sehr merkwürdig, ich weiß auch nicht, was es gibt. Oh, warte mal, gibt es noch mehr? Wow, da gibt es noch mehr, locked. Wow, wie viele? Wieso sind die überhaupt gelockt? Verstehe ich jetzt gar nichts mehr. Hä? Okay, anscheinend sehr merkwürdig. Na gut, wie auch immer. Spielt ja keine Rolle. Wir können hier alles einsammeln. Sehr schön. Und zu den anderen Inseln auch nochmal gehen. Jetzt sind wir hier. Und hier können wir ebenfalls alles einsammeln. Hier können wir tauschen. Okay, wir wissen ja mittlerweile, wie es funktioniert. Aber jetzt haben wir schon ein ziemlich gutes Team. Auf jeden Fall, was sehr schön ist. Und da oben sollte es noch eine Truhe geben. Lass mal sehen. Hier können wir alles einsammeln. Sehr schön, Leute. Und hier gibt es eine fette Truhe. Die nehmen wir mal. Wow, oh mein Gott. Ich könnte mir so viele Eier holen, wenn ich will. Aber ja, ich werde das mal die Folge vor das mal stehen lassen. Das war unnormal. Sehr schön, Leute. Wir kamen sehr gut weiter bei Atlantis. Das ist unnormal. Also von mehr Roblox, lasst einfach oben. Da unten solltest du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr dazu aufzupassen. Falls du es getan hast, aktiviere die Glocke da unten. Dann wirst du mich benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir hochkommt. Und du gehörst zu Lockeneck. High five, Lockeneck. In meinem Shop gibt es momentan ein Angebot. Wenn du einen Pullover kaufst, bekommst du ein T-Shirt kostenlos dazu mit demselben Logo wie der Pullover. Ein Turmbeutel oder ein Licht dazu. Also check es gerne in der Beschreibung aus. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye-bye. Danke fürs Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.